Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Sogar die Steine nicken zustimmend. Wan shi dian tou. Zur Zeit der Jin-Dynastie lebte ein Mönch, der sich besonders ausführlich mit dem Buddhismus befasste. Die Menschen in seinem Umfeld weigerten sich aber, dem Mönch zuzuhören und stimmten dessen Theorien nicht zu. So beschloss der Mönch, auf einen Berg zu steigen. Oben angelangt, suchte er sich viele große Steine und stellte sie in einer Reihe nach der anderen wie ein Publikum vor sich auf. Seitdem begann der Mönch, jeden Tag auf den Berg zu steigen und den Steinen seine Theorien über seinen Glauben zu erzählen. Nach einiger Zeit hatte der Mönch sich rhetorisch sehr verbessert und redete mit immer mehr Selbstvertrauen und Gefühl, bis die Steine langsam begannen, sich zu bewegen. Eines Tages fragte er die Steine nach einer besonders emotionalen Rede: Stimmt ihr mir zu? Tatsächlich begannen die Steine alle zu nicken, als wollten sie ihm sagen: Ja, du hast uns überzeugt. Diese Geschichte führte zu dem Sprichwort: Sogar die Steine nicken zustimmend, welches beschreibt, dass jemand sich sehr gut ausdrücken und jeden von seiner Meinung überzeugen kann. Jin代时期有一位和尚， 他对佛学很有研究， 可是他身边的人都不同意他的理论， 也不愿意再听他讲经说法。 于是这位和尚来到了山上， 他在山上找了许多块大石头， 并把这些石头一排排地放好， 将它们视为听众。 从这以后，他每天就去山上对着石头讲他的研究成果，阐述他自己对佛学的见解。和尚讲得特别的认真和生动，日子长了，这些石头居然都有了动静。有一天，他讲完后问石头们：“你们说我说的对不对？” 石头们竟然个个点头，似乎在回答：“对，对，你讲得很好。”顽石点头，这个故事出自《莲社高贤传》道生法师，意思是连无知觉的石头都点头认可，形容道理说得透彻，使人信服。